Beeil dich. Wenn die nochmal angreifen, kann ich sie nicht aufhalten. Wie wär's, wenn ich erstmal meine Begrüßung raushaue, du Heinz? Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Fallout 4. So, storymäßig sind wir jetzt hier angekommen. Wir sollten ja hier den Jungs helfen. Und das haben wir gemacht, ne? Karte. Radio, nein, 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 auf keinen Fall. Schaltet ja sofort wieder aus. Das darf ich nicht anhaben, da gibt es mächtig Mecker. Hier, wenn die Freiheit ruft. Haben wir geschafft, ne? Soweit. Museum betreten. Ob es dir gefällt oder nicht, wir alle zählen auf dich. Jetzt nörgel hier nicht rum, ja? Ich bin bewaffnet, wenn du das nicht siehst. Und du hast ein hübsches Gewehr. Kann ich den beklauen? Zeig mir mal, hast du denn da an deinem Beutel? Hier geht wohl nicht. Hier steht zum Beispiel eine Kaffeemaschine und ein Heft. Die Hefte sind gut. Halt, bleib hier, Heft. Verdammt nochmal, ja. $40. Ja, nehme ich doch. Hep. Wunderbar. Hier können wir denen alles wegnehmen, wo die dabei also, sind. Sturges ist zwar groß, aber kein guter Kämpfer. Das musst du übernehmen. Wer ist denn Sturges? Er da? Sturges. Er versucht sein Werk an dem Betriebsterminal. Das schafft er natürlich nicht. Du bist nicht das, was Darkmeat in diesem Viertel normalerweise findet. Aber umso besser. Wer ist Darkmeat? Er ist also dein Hund? Oh, er ist nicht mein Hund, nein. Darkmeat ist absolut eigenständig. Aha. Einen solch freien Geist kann man nicht besitzen. Ach so. Er sucht sich seine Freunde aus und bleibt bei ihnen. Oh ja. So wie bei dir. Ich habe es gesehen. Mhm. Er hat wohl so viel auf den Kopf gekriegt. Vision. Mhm. Oh, ich weiß, was du denkst. Die alte Dame hat den Verstand verloren. Jawohl. Aber das sind die Kemps, Kind. Sie verleihen der alten Mama Murphy das dritte Auge. Ja, ja, Drogen reinpfeifen. Gut, gute Idee. Ja. Ich will weg. Alles klar, das war's. Ich bin raus. Nun gut. Manchmal vergesse ich, dass die Leute an Dinge wie das dritte Auge nicht gewöhnt sind. Nee, Hühnerauge vielleicht. Aber es kommt. Das dritte Auge kommt. Ma'am. Oh, es ist unterwegs. Und es ist wütend. Ja, ja. Der Hühnerauge ist wütend. Na gut. Die Minutemen sollten uns beschützen. Gavi hat es versprochen. Wer bist du denn? Warum meckerst du denn rum? Ich habe mit Denno gar nicht gesprochen. Wer ist denn er? Komm, wir sprechen erstmal mit ihm hier. Der will bestimmt durch mich helfen. Die Rüstung ist vielleicht alt, aber sie hat ein Standard-Interface. Steck einfach den Fusionskern rein. Habe ich noch nachher nicht gemacht. Bleibt erstmal ruhig. Wir müssen erstmal hier ein paar Sachen klauen. Ihr braucht nachher sowieso nichts mehr. So. Das sagen wir mal einfach so. So na? Ein kleiner Kick ist doch nicht schlimm. Nein. Hau dir ruhig ein paar Drogen in die Birne. Immer gut, Omi. Vielleicht siehst du dann noch ein fünftes Auge oder so. Vielleicht noch ein zwei, ein paar Arme mehr. Ist also, auch nicht schlecht. Sturges ist zwar groß, aber kein guter Kämpfer. Das weiß ich. Sei still. Musst du übernehmen. Die Minutemen sollten uns beschützen. Gavi hat es versprochen. Versprochen! Die ist ziemlich aggro, die Tante. Komm her. Komm nicht so. Es gibt noch mehr von euch, oder? Nein, die sind alle tot. Schätzchen. Sie sieht nicht sehr freundlich aus. Und wer ist er hier? Versprochen, dass wir schaffen. Hab's versprochen. Hab's versprochen, dass wir schaffen. Gott ist nicht halten. Tut mir leid. Tut mir so leid. Ey, Langfinger. Ich bin müde, mein Junge. Das dritte Auge raubt mir all Mister? Meine Lebenskraft. Nein. Wenn er sich versteckt, kann man ihn beklauen. Wir können doch nicht hier drin bleiben. Das ist lächerlich. Brüll nicht hier rum. Man muss was unternehmen. Verdammt ich dann gleich. Ja. Wackelpuppe. Nur kennt eine Schwäche. Wahrnehmung wurde 1 dauerhaft erhöht. Yes, geil. Die Waffe. Sehr schön, schönes Ding. Alles mitnehmen, was nicht nigel- und nagelfest ist. Heißt die Wiese. Uhr, kann ich die Uhr klauen? Mitnehmen, meine ich. Wiederverwehrt, nicht klauen, natürlich nicht. Da oben. Selbst das blöde Bord nehme ich mit. Kann man was alles ist los? Zerhacken. Kommen wir jetzt hier raus?
Mach mal keine Hektik, junge Frau, ja? Erst Jet und dann Psycho nachwerfen. Ja, ja, hau dir noch ein paar Dinger in die Birne. Vielleicht bist du dann mal still. Geh mal weg hier, lass mal Profi machen. Pass mal auf. Versorg die Powerrüstung mit Strom, dann kannst du die Minigun tragen. Ja, pass auf. Allererstes versorge ich das hier mal mit Power. Geh weg! Sturges! Nein, ja, ich will nicht. Ich weiß, was du denkst. Der Typ ist riesig. Der könnte. Ist riesig? Wieso ist der denn riesig? So. Da wollen wir nochmal gucken. Toxic. Gefällt mir. Hep. Ja, sollst du benutzen. Toxic. Null Treffer. Schön. Das hier sieht komplett anders aus. Sehr gut. Ein Treffer. Das ist schöne Scheiße. Viper. Der gleiche, wo eh ist. Und? Nee. Die Minigun ohne dumme Powerrüstung hochheben? Nein. Neuer Versuch, neues Glück. Wummen. Ein Treffer. Ein N. Ein N an der richtigen Stelle wäre doch nett. N, A, O, nee, alles. Hier, hier wäre ein O an der richtigen Stelle. Zwei Treffer. Zwei Treffer. Puh. Wie viel habe ich noch? Noch zwei habe ich noch. Ein O, B, ein T, O. Nein, passt nicht. Passt auch nicht. Passt überhaupt nicht. Da, das passt. Das O ist an zweiter Stelle gleich und der T ist an vierter Stelle gleich. Hossa! Das wär's. Danke. Danke, danke. Protokolleinträge, zeig mal her. Unsinn außerhalb der Öffnungszeiten. Oh ja. Zum letzten Mal, die Rotrücke in dem was? Diarahmen sind keine Spielzeugsoldaten und es wird außerhalb der Öffnungszeiten auch nicht mit ihnen gespielt. Bei zwei von ihnen ist schon die Farbe abgekratzt und morgen hat bei einem der Fußsoldaten der Arm gefehlt. Am Morgen, heute Morgen, okay. Dieser Unsinn ist nicht länger geduldet. Nein, jeder, der dabei erwischt wird, wer mit einem Soldaten spielt, erhält eine Abmahnung und bekommt eine Stunde vom Lohn abgezogen. Jawohl, so geht das. Okay. Das brauchen wir nicht. Kakerlaken im Keller. Jemand von Hausmeister-Service muss sich mal im Keller um diese Kakerlaken-Probleme kümmern. Macht es jetzt, ganz still und leise, während das Museum geöffnet hat. Diskretion hat oberste Priorität. Wir können uns nicht erlauben, das Museum schon wieder zu schließen. Und es ist auch nicht hinnehmbar, dass ein Mädchen eine Kakerlake in ihrem Haar findet. Während sie etwas über Besteuerung ohne Vertretung erfährt. Was? Besteuerung ohne Vertretung? Besteuerung ohne Vertretung erfährt. Aha, okay. Diese Situation muss bereinigt werden. Sofort. Ah. Sehr gut. Steht hier noch irgendwas Nutzbares drin? Archirage-Ausstellung. Nach dem Treffen mit dem Direktor und dem Stiftungsrat habe ich leider schlechte Nachrichten zu verkünden. Unsere geplante Archirage-Ausstellung wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Das Museum verfügt derzeit einfach nicht über die Mittel, um die Umbauarbeiten zu finanzieren, die für ein so ambitioniertes Projekt nötig wären. Ich möchte mich aber selbst trotzdem bei Kuratorenteam und dem Service-Mitarbeiterteam, was? Service-Mitarbeitern, Entschuldigung, für die bisherige Arbeit bedanken. Wunderbar, jetzt komm noch mal zum Punkt. Bring doch mal irgendwas, was Sinn macht. Mein Name ist Megan Hayes. Ich bin eine der Museumsführerinnen hier im Museum. Die Freiheit in Concord. Ich habe solche Angst, die Leute, die Blitze gesehen haben, sie sind alle abgehauen. Selbst Mr. Nash. Er ist einfach weggerannt und hat mich hier zurückgelassen. Arsch. Und dann ist eins dieser Helikopterdinger der Armee aufs Dach gekracht. Der letzte Eintrag ist immer der beste. Hab die Soldaten gesehen, aber sie sahen ziemlich fertig aus. Hab mich einfach vor ihnen versteckt. Mein Gott, ich bin so fertig. Ich muss auch mal schlafen. Ich bin immer noch, ne, 2,5 Stunden geschlafen. Ich bin fertig wie ein Sack Mehl. Dann mache ich aber noch zu Ende die Folge hier.
Ich bin erst seit einem Monat in Massachusetts. Ich kann nicht mal aussprechen. Egal. Ich kenne eigentlich niemanden und weiß nicht, wohin ich gehen soll. Okay. Jetzt ist genug. Genug des Unsinns. Mach Sicherheitstor auf. Entriegelt. Wunderbar. Nein, danke. Keine Waffen. So. Wir gehen jetzt. Es ist unterwegs. Oh. Und es ist wütend. Alter. Furchtbar. Langfinger, klauen wir das. Die hat überhaupt nichts zum Klauen. Die Olle. Nein. 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 Geh weg. Geh nicht mehr auf die Nerven. Haben wir hier noch was? Kronkorken, wunderbar. Wonach? Auf dem Dach also. Wie kommt man da hoch? Hier noch was drin? Nee? Haarbürste. Kann man bestimmt eine Handgranate draus bauen. Oder so. Schon ziemlich schrottig die Bude. Hier fällt man wieder runter. War ich denn hier unten auf der Seite schon? War ich, glaube ich, gar nicht. Habe ich die schon ausgezogen? Nee. Da liegt noch einer, der ist noch gar nicht ausgezogen. Ja, Moment, das geht denn nun mal gar nicht. Gehen wir direkt hin. Gehörst du zum Rettungsteam? Ja, gehöre ich. Mach Platz. Geh mir aus dem Weg. Da liegt noch einer, den ich nicht geplündert habe. Da. Patronen. Noch irgendwas. Federausrüstung. So, also wir könnten ja mal gucken, ob wir uns noch was Nützliches anziehen können. Könnten wir ja auch noch gucken. Mein Gott, Inventar. Pistole. Billardkugel, kann man ja auf den Kopf hauen. Eine Improved Automatic Pistol. 10 Schaden. Macht meine 18. Aber 38er Kaliber. Ist die Reichweite besser? Präzision? Nö. Improvisiertes Gewehr. Reichweite ist gut. Präzision ist auch gut. Kreuzschlüssel. Hat auch Präzision, wenn ich nah genug dran stehe. Molotow-Cocktail, Schlagringe, Splittergranaten. Ach, was alles für den Käse. Mit Leuchtvisier, Improved Pistole. Was, warum Leuchtvisier? Reichweite 100 mit. Leck mir hoch, was für ein Gerät. Schaden 13. Schaden 18. Die Pistole macht noch am meisten Schaden. So, Kleidung. Ehering brauchen wir nicht. Gammel Outfit haben wir. Kann ich den dazu anziehen? Ne, dann zieht er den aus. Das ist alles Shit. Lederkombi. Linkes Bein, rechtes. Linker Arm, zwei linke Arme. Habe ich auch einen rechten Arm? Rechten Arm habe ich keinen. Was für ein Scheiß. Rechtes Bein. Eine Sackkapuze. Sackkapuze mit Riemen. Grünes, sauberes Kleid. Schweißerbrille, Gasmaske, Voltanzug. Das ist alles Schrott. Warum? Militäruniform. Wenn ich die anziehe, dann habe ich keinen Schutz mehr, ne? Das Gammler-Dingen ist echt besser. Deswegen kostet er doch mehr, ne? Jo. Halt ich. Okay, hat sich erledigt. So, gehen wir mal aus dem Weg. Worauf wartest du noch? Ich bin doch schon auf dem Weg. Immer ruhig, junger Mann. Ne? Schnell ist die Jugend mit dem Wort zur Hand. Was ist denn da unten? Ist was? Soll ich noch hier runter hüpfen? Ich hüpfe noch hier runter. Siehste? Kronkorken, Wandschere, Zigarette, denn hier ist alles voll. Da wollte er das schon vorbeilaufen mit seiner Hektik. Sicherung, Glühbirne. Hier sind ein paar Soldaten. Wer hat mit den Soldaten gespielt? Wecker. Hier, die haben ja auch Ballermänner in der Hand, oder? Kronkorken. Alles voll. Kronkorken, Vorrat. Guckt euch das an. Das hätte ich alles verpasst, hätte ich nicht hier runtergesprungen. Hätte ich auf den Hektiker gehört. Da liegt noch eine Knarre rum. Habe ich halt mitgenommen. Okay. Was hier? Kronkorken, Kronkorken. Wunderbar. Bierflasche, sehr nützlich. Kronkorken, Verbandsschere. Okay, alte Lampe. Langsam macht mich die Mucke ein bisschen verrückt hier. Muss ich ja ehrlich zugeben. Zementsack.
brauche ich den? Komm nicht auch mit einem schönen, schweren Zementsack. Den habe ich immer gerne im Gepäck. Nützlich, wirklich nützlich, so ein Teil. Ein schwerer Zementsack. Ja, hier kommen wir jetzt so rein. Das war die Türe, die kaputte, die wir aufmachen konnten. Wo ist Hundi? Komm. Komm, Haras, wir gehen hoch. Was? Kühlschrank. Ist auch noch Zeug drin. Totenkopf. Sehr gut. Werde ich bestimmt auch irgendwann gebrauchen können. Nuka-Cola. Ey. Nee. Hier kannst du nur auf und zu machen, sonst nix. Hier liegen ein paar Fetzen rum. Musik hört auf. Rumgucken. Hier muss man wirklich alles looten. Alles. Alles. Rumgucken, Patrone kleben, Schere. Dann wird ja irre. Dein Bild habe ich schon gesehen, war da oben schon. Wer bist denn du? Ich kenne dich nicht. Kennt den einer? Oder ist das nur, ja, nur ein schönes Bild. Auch ein schönes Bild. Ist derselbe Kerl? Ist derselbe? Guck mal, naja, nicht ganz. Anderes Bärtchen. Okay, okay, so. Was ist hier? Hier sind wir hergekommen. Okay, okay, okay. So, jetzt müssen wir mal zusehen. Langsam, aber sicher. Boah, jetzt haben wir eine ganze Folge lang nur gelootet und Zeug geholt. Gibt's ja wohl gar nicht. Es kommt. Es ist bald da. Ja, die Erlösung naht. Warte, Omi. Möchtest du sie jetzt schon haben? Den Friede, den du immer gesucht hast. Oh, es ist unterwegs. Und es ist wütend. Oh, du gehst mir auf die Nerven. Das sind unsere Leben, mit denen du spielst. Du auch. Hörst du mir zu? Nein, nein. Ruhe, ihr Idioten. So, ich muss mich leider verabschieden. Eine ganze Folge nur gelootet und Zeug gerafft. Aber wir haben jede Menge Zeug. Damit können wir nachher schöne Sachen kaufen, verkaufen und so weiter. Wenn wir dann endlich mal einen Händler finden. Und als nächstes gehen wir natürlich aufs Dach und fordern den Anzug auf. Was ist los? Ja. Kommen wir jetzt hier raus? Entschuldigung. Ich muss schlafen. Gute Nacht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Tschüss.